Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es mit dem RE83 nach Kiel Hauptbahnhof. Und damit einen guten Nachmittag. Du fährst heute den RE83 Sprinter von Hamburg nach Lübeck Hauptbahnhof. Dort übernimmt dann ein Kollege. Unterwegs hältst du nur in Hamburg-Haselbrook und fährst anschließend bis nach Lübeck Hauptbahnhof. Die Baureihe 112 wird bei diesem Dienst planmäßig nach Kiel überführt, da diese in Kiel einen RE70 fahren wird. Rüste nun deinen Lok auf und lasse die Fahrgäste zusteigen. Abfahrt ist um 17.16 Uhr. Hinweis: Sollte das Ausfahrtssignal von Ahrensburg nicht auf HP1 stehen, darf es mit Tab-Taste umgestellt werden. Und damit wünschen wir eine gute Fahrt. Ja, heute geht's mit der 218 von Hamburg Hauptbahnhof in Richtung Lübeck Hauptbahnhof und wir haben heute die Ehre, mal die 218 in Pressnitz-Talbahn-Lackierung zu fahren. Stehen hier aktuell, wie schon angemerkt, in der Hamburger Hauptbahnhof und ja, haben eben hinten dran ein paar Doppelstockwagen und die Baureihe 112, welche natürlich auch im Nah-SH-Design daherkommt. Ja, wir setzen uns direkt in unsere 218er rein und rüsten das Fahrzeug erstmal auf. Die Batterie wird eingeschalten mit Shift und B. Dann haben wir auch zumindest erstmal ja, die elektrischen Verbraucher, die wir hier in Betrieb nehmen können. Unter anderem sollten wir jetzt hier mal die Instrumentenbeleuchtung schon anschalten und die Beleuchtung des Führerraums, damit wir auch was sehen. Und dann können wir eigentlich auch genau den PZB-Modi und die PZB einschalten. Mit Shift und 8 die PZB aktivieren und dann hier automatisch im oberen Modus gelandet. Des Weiteren möchten wir natürlich noch die Bremsstellung umstellen. Die steht aktuell auf P. Wir möchten gerne auf die Hochabbremsstellung R bzw. H wechseln. Das können wir hier drüben machen an dem Wähler. Dazu einmal auf R und H umschalten. Und genau, hier oben steht es auch nochmal als Hinweis. Richtungswende muss in Nullstellung sein. Die Zugbremse muss vollständig angelegt sein in der ja, Notbremsstellung hier, Schnellbremsstellung. Und ja genau, das Fahrzeug muss eben stehen. Des Weiteren, der Gang der Lokomotive ist in den Schnellgang gewählt. Das kann gerne so bleiben. Wir möchten schließlich hier einen Personenzug ziehen und brauchen da auch nicht allzu viel Zugkraft. Ja, als nächstes vielleicht noch den Leistungsschalter in die Einposition verlegen. Ganz kurz gucken, dass das hier drüben mit den Temperaturen alles klar geht. Getriebeöltemperatur stimmt soweit. Motor ja, bei 40 Grad. Kühlwassertemperatur schon bei 60, okay, das ist gut und ja klar, Motordrehzahl noch bei 0, da hat sich noch nicht so viel getan. Des Weiteren möchten wir natürlich die Türen an unserem Zug öffnen. Und dazu mal flink die Taste T gedrückt, aber ich sehe gerade, irgendwie möchten sich unsere Zugtüren nicht öffnen lassen. Da müssen wir direkt nochmal gucken, gerne auch hinten am Zug, was dann noch nicht so richtig stimmt. Es kann nämlich auch manchmal sein, dass der Simulator die Türen nicht öffnen lässt, aus welchen Gründen auch immer dieses Problem manchmal auftritt. Wir machen es jetzt mal folgendermaßen, das dürften wir eigentlich nicht. Wir lösen die Bremse vollständig und lassen das Fahrzeug rückwärts rollen. So, der Fahrtrichtungswender sollte schon in Vorwärtsstellung gebracht werden, damit wir überhaupt unseren Motor starten können. Und dabei wählen wir hier Gruppe 1 an. Das ist in dem Fall eben ja, der erste Motor. Dann leuchtet auch hier die gelbe Lampe auf. Ja, Motorstörung. Es ist in dem Fall eben einfach nur dem Startvorgang geschuldet. Und wie gesagt, das Zurückrollen ist jetzt an dieser Stelle mal geduldet. Normalerweise wollten oder würden wir das nicht wollen. Aber das liegt jetzt einfach daran, dass der Train-Simulator im aktuellen Bahnsteigsbereich irgendwie nicht die Türen öffnen möchte. Und deswegen versuche ich das Ganze jetzt zu provozieren mit einem Zurückrollen. Aber scheinbar hilft auch das an dieser Stelle nicht. Gut, dann können wir keine Fahrgäste in Hamburg aufnehmen. Tut mir jetzt leid an der Stelle, aber das ist jetzt eben so. Ja, auch die Anweisung, Fahrgäste aufnehmen, funktioniert leider nicht. Schade. Liegt weder am Szenario noch an der Bauweise des Szenarios. Das ist einfach dem Train-Simulator manchmal geschuldet. Keine Ahnung, wieso dieser Fehler manchmal auftritt, aber ja, er ist leider schon seit etlichen Jahren im Simulator vorhanden. Nun gut, wir konzentrieren uns wieder auf das Fahrzeug. Der Ebola-Fahrplan wird angeknipst. Der Fahrplan, ja gut, ist jetzt hier für die Strecke Konstanz-Villingen vorgesehen.
Ist aber gar nicht so schlimm. Wir wechseln hier in den dunklen Modus. Lassen den dennoch aktiv. Sieht ein bisschen schöner aus. Und dann können wir, naja, laut Fahrplan ist die Abfahrt 17.16 Uhr. Das ist vor einer Minute gewesen. Wir lösen die Bremsen und dann geht's für uns auch schon los. So, Spitzenbeleuchtung noch einschalten. Und dann heißt es ab die Post. Genau, Bremsen sind auch alle gelöst. Leistung aufschalten. Und dann geht's mit 218-54-3 einmal in Richtung Kiel, beziehungsweise heute für uns bis nach Lübeck Hauptbahnhof. Und natürlich den Zwischenhalt unbedingt beachten. So, das L für Lübeck steht schon oben drinne. Genau, das Vorsignal, ja, das ist inaktiv. Hängt damit zusammen, dass der Fahrweg, der aktuell für uns vorgewählt ist, ja, eben keines Vorsignals an dieser Stelle bedarf. Genau. Die Anfahrtabelle nach Möglichkeit auch noch beachten, auch wenn die nur für den langsamen Fahrgang hier, oder den langsamen Gang scheinbar gilt. Aber wir halten uns mal lieber trotzdem dran. Genau, ab 20 km pro Stunde kann theoretisch volle Leistung aufgeschaltet werden. Brauchen wir aber gar nicht. Wir dürfen sowieso aktuell nur 40 fahren und die PZB ist eh noch im Startmodus. So, die Geschwindigkeit wird jetzt ein bisschen wieder sinken, aber das ist kein Problem. Ab hier vorne geht es nämlich auch ein kleines Stückchen nach unten. Und ab hier können wir uns dann auch wirklich befreien, weil wir gleich 60 fahren dürfen. Ach, na gut, da kommt eine Beeinflussung. Habe ich jetzt an der Stelle nicht gesehen. Na gut. So, Hamburg-Hasselbrook, Bahnsteig 7 in, ja, roundabout 3 Kilometern. So, verkürzter Bremsweg und weiter geht's mit 60. Die 60 sollten auch im Fahrplan drin stehen. Deswegen können wir uns der Geschwindigkeit annehmen. Genau, hier unten müsste noch gleich der Haltepunkt kommen. Allerdings nicht für uns. So, und hier vorne dann die 60. Ja, können wir auch nochmal überprüfen. In der Ansicht unter F3. Und da stehen dann weiterhin die 60 drin, eben weil die ja an dieser Stelle im Fahrplan eingetragen sind. Also die Langsamfahrt. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im RE 83 nach Kiel Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist in wenigen Minuten Hamburg-Hasselbrook. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug anschließend ohne weitere Zwischenhalte bis nach Lübeck Hauptbahnhof durchfährt. Sollten Sie weiter nach Ahrensburg wollen, so steigen Sie bitte in Hamburg-Hasselbrook um. Dort haben Sie Anschluss an die RB 81 nach Ahrensburg. Diese fährt um 17.31 Uhr vom selben Gleis ab. In Hamburg-Hasselbrook befindet sich der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, erstmal lieben Dank an Malte Jensen für diese wunderschöne Ansage. Der ist heute unser Zugbegleiter. Und was ich eigentlich sagen wollte, an der ja gerade eben vorübergegangenen Signalstellung sind eben nicht die 40 zu fahren, sondern die 60, weil diese im Fahrplan eingetragen sind. Das noch als kleine Anmerkung. So, die 100 können wir mittlerweile auch fahren. Der Zug hat das ZS7, das LF7, Korrektur, das LF7 mit der Kennziffer 10 passiert. Und unser nächster Halt ist dann Hamburg-Hasselbrook auf Gleis 7. So, ein bisschen werden wir noch beschleunigen. Aber auch nicht allzu viel. So.
Hohe Abbremsung, okay. Das ist normal, dass der Leuchtmelder angeht. So. Die 90 hätten wir schon auf dem Tacho. Und Hasselbrook kommt in 400 Metern, deswegen Leistung runter auf 0. Motor zurücklaufen lassen. Und dann können wir reinbremsen. Der Bahnsteig ist zum Glück schön lang. Achso, aber die Bremsen funktionieren nicht so optimal. Sollte man vielleicht beachten. Ja, ein bisschen stärker abbremsen mal. Ja, nicht Notbremsung. Das wollte ich jetzt auch nicht. So, aber schön an der Harttafel anhalten. Genau. Bremsen wieder ein bisschen gelöst. Und da sehen wir noch, dass wir schön langsam in den Bahnhof reingleiten. So, hier versuchen wir unser Glück erneut mit T die Türen öffnen. Und hier funktioniert es auch tatsächlich. Die Türstörung aus dem Hamburger Hauptbahnhof haben wir nicht übernommen. Die ist im Simulator bahnhofsabhängig, wie wir sehen. Ja, am Regionalexpress können die Fahrgäste einsteigen. Und genau, wir werden uns dann auch gleich aus Hasselbrook wieder aufmachen. Hier hinten sieht man auch noch sehr, sehr schön, dass jetzt der, ich sag mal, erweiterte Bahnsteigsbereich zum Einsatz kommt, wo eben dann auch die Grünfläche in der Mitte ist. So, die Türen sind aber schon wieder zu und damit können wir abfahren. Bremsen sollten sich lösen. Genau. Und ab die Post. Ja, bei der 218er, nicht wundern, da braucht man immer am Anfang etwas höhere Fahrstufen, bis die Lokomotive wirklich ins Rollen kommt. Aber dann in den höheren Gängen, da bringt sie dann auf jeden Fall ihre Leistung. Ja, hier hört man jetzt schon, wie die Motordrehzahl sich wirklich drastisch erhöht. Und wir können es auch hier unten ziemlich schön nachvollziehen. Auf der Motordrehzahlanzeige, aktuell bei 1500, und jetzt gehen wir noch hoch auf 1600. Der rote Grenzwert ist ja markiert als Höchstleistung und der wird eben auch hier nicht überschritten. So, gefahren werden darf 100 km pro Stunde, beziehungsweise mittlerweile schon 120. Die Lokomotive selbst müsste ja 140 hergeben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die Wagen selbst sollten auch auf jeden Fall die 120 mitmachen. Bei der 112er, ja doch, die sollte auch locker die 140 schaffen. Auch hier sehe ich jetzt keine Höchstgeschwindigkeit angeschrieben, aber die 112er, ich glaube, die ist für 160 zugelassen. So oft fahre ich sie jetzt nicht, dass ich es mir hundertprozentig gemerkt habe. Aber auch die 112er sollte für die ja, 140, 160 allemal genügen. So, die 100 haben wir schon. 20 km pro Stunde. Gerade die 112, die sollte es packen. Weil die müsste ja sogar, ich glaube, extra für den Betrieb hier nochmal umgerüstet worden sein. Das ist ja theoretisch eine 143, 243, die da drunter steckt. Hier auch noch. So, da kann die 218 nochmal wirklich ihre volle Power entfalten.
Ja, mit dem Wetter haben wir heute ein bisschen eine unglückliche Situation erwischt. Das macht die Schienen auf jeden Fall nochmal rutschig. Wir haben es gerade ja schon in Hasselbrook erlebt. Der Bremsweg ist dann doch ja, ziemlich groß, länger als erwartet. Aber wir sollten dennoch in unseren vorgegebenen Bremswegen dann vor den Signalen zum Stehen kommen und auch in den Bahnhöfen problemlos halten können. So, ich glaube, die 140 können wir heute nicht ganz rauskitzeln. Ich glaube, es wird nichts. Die 140 werden wir nicht gänzlich erreichen. Was ich ja auch sehr cool finde, die, ja, ich sag mal, 218er Familie hat ja auch Maschinchen, die, ich glaube, bis zu 160 km/h schnell sind oder fahren dürfen. Und das hätte ich mir, oder hätte ich wirklich gerne mal erlebt. Eine 218er mit 160. Von der Leistung her haben sie es ja auf jeden Fall drauf. Aber das sind wir, glaube ich, im Simulator bisher noch nie gefahren. Ich weiß auch gar nicht, ob es die 160er-Variante hier im Trend-Simulator gibt. Aber das wäre echt mal was, was mich noch interessieren würde. Wie sich so ein 218er bei 160 km/h verhält. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher bei der 112er. Müsste sogar, warte mal, die 112, die müsste sogar LZB haben, glaube ich. In manchen Fällen. Also die sollte es auf jeden Fall eigentlich drauf haben. Ich würde ja auch 140, 160 zurechnen. Das sollte die auf jeden Fall schaffen. Wobei es da auch wieder die Frage ist, ist es eine 112.0 oder eine 112.1? Weil ich glaube nur die .1er, ja, es müsste dann, genau, 112, 144, und damit sollte sie eigentlich LZB haben. Wir können mal ganz kurz einen kleinen Sprung machen, auch wenn das in echt eigentlich so nicht möglich wäre. Mit Steuerung und Plus sollten wir in die... Ach nein, wir können leider nicht in die Lokomotive hineinspringen hinten. Wir können leider nur unseren Führerstand wechseln. Aber das bringt uns nicht viel. Da sehen wir das auch nicht. Ich versuche nochmal ganz kurz zum Fenster rein zu lunzen. Weil dann müssten wir eigentlich... Ja gut, das ist nicht so gut ausgestaltet in der Ansicht. Aber wir sollten eigentlich in der Mitte eine LZB-Anzeige bei der Lokomotive der .1er-Serie ermitteln können. Und dann ist die auch 160 schnell. Also das packt sie. So, wir testen nochmal ganz kurz aus, ob wir uns hinten auch in die Wagen reinsetzen können mit der Taste 5. Das scheint hier nicht möglich zu sein. Liegt wahrscheinlich daran, dass es die KI-Wagen sind, die vom Train Team Berlin, kurz TTB, eben für die entsprechenden Szenario-Packs mitgeliefert werden. Vielleicht auch zum Szenario selbst noch mal ganz kurz ein paar Hinweise. Wir fahren heute das Szenario RE, was ist die genaue Nummer? Ich glaube 88, ne? Oder nee, 83 war das doch. Müsste 83 sein, nach Kiel Hauptbahnhof. Ich kann es jetzt nicht richtig erkennen, da oben in der Ecke. Das ist von der Farbe her ein bisschen schlecht. Und ja, das Szenario ist wieder erhältlich über die Webseite www.thinknewflynew.de, also die Kanalwebseite, unter dem Reiter Downloads dann aufzurufen. Man müsste auch im Szenario Pack 1 oder 2 von Malte Jensen enthalten sein. An dieser Stelle gehen auch wieder viele Grüße an Malte raus und lieben Dank für die Bereitstellung des Szenarios. H0 erwarten, bitte keine Vollbremsung.
Ja, ich weiß, dass man die dynamische Bremse so entriegeln kann, aber ach man, dann eben nicht, wenn sie nicht will. So, bei der Geschwindigkeit sind wir weit genug unten, das ist kein Problem. Und es wurde ja gesagt, dass es in Ahrensburg eventuell Probleme geben könnte. So, Vorsignal wiederhole. Auch der wird nochmal quittiert. Und der 500er ist auch schon an. Sehr schön auch zu hören, das Kreischen der Bremsen. Und dann einmal zum Stehen kommen. So, ich würde mal sagen, wir warten ein paar Sekündchen, beziehungsweise wir können eigentlich selbst auch den Fahrweg nachprüfen. Das machen wir mal ganz kurz über die Menüansicht oder über die Stellwerksansicht. Mit der Taste 9. Fahrzeug zentrieren. Ja genau, da ist freie Fahrbahn für uns. Der DGS steht schon auf einem Abstellgleis. Wir dürfen also durch. Ganz kurz mal im Stellwerk angerufen und dann können wir am Signal vorbei. PZB-Befehl 40 dürfen wir dann auch gleich drücken und damit würde ich mal sagen, Leistung auf. Genau. Befehl 40 ist gedrückt. Leuchtet auch auf. Wunderbar. Das genügt uns. Das Wechselblinken wird natürlich aktiviert. Die Restriktion greift dann auf 40. Respektive, ja, 45 eben. Ne? So, und da ich jetzt auch selbst wirklich nicht weiß, wie es hier weitergeht, die Weichen sollten alle richtig gestellt sein. Das nächste Signal sollte theoretisch auch Fahrt anzeigen. Aber dann machen wir trotzdem mal lieber etwas langsamer. Gerade weil wir ja auch hier im Bahnhofsbereich sind. Da halten wir uns jetzt wirklich mal dran. So, 120 ist nicht quittierungsbedürftig. Das LF6 hier. Und da vorne, ich sehe eigentlich schon das Hauptsignal, das ist auf grün. Ja, können wir Gummi geben. Volle Kraft voraus, Captain. Ich bin da mal so fix heute unterwegs. Auch wenn wir es nicht sollten, ne? Ja, vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis zur Lokomotive. Wir haben als Repaint den Skin von der Pressnetztalbahn aufgezogen. Dann bei der 112er. Die ist in Nah-SH-Lackierung unterwegs. Und hinten die Dostos, ja, das sind die ganz normalen Wagen. Und hier vorne wird es jetzt auch gleich zum Signalhaltfall kommen. Genau. Also sprich, das Rückfallen wieder auf den Haltebefehl des Signals. Der Signalhaltfall selbst wird eigentlich immer nur dann ausgelöst, wenn das Signal selbsttätig auf auf Halt zurückfällt. Andernfalls ist es aber auch dem Fahrdienstleiter möglich,
ja, explizit zu sagen, das Signal, der Fahrtauftrag wird unter den und den, ja, Umständen eben zurückgenommen. Und der Signalhaltfall, ja, bezeichnet eben das Phänomen, dass ein Fahrzeug, wir können es hier vorne ganz kurz an dem Hauptsignal als Beispiel machen, wenn eben ein Eisenbahnfahrzeug oder ein Zug ganz oder teilweise an einem Signal vorbeifährt, dass dann eben, ja, das Signal von alleine wieder auf Halt zurückfällt. In dem Fall ist es jetzt der ganze Zug, der durchfahren durfte, aber der Signalhaltfall kann auch schon, naja, nach den ersten Wagen, nach der ersten Lokomotive etc. ausgelöst werden. Und ja, beschreibt eben das Selbsttätige, und das ist wichtig, er beschreibt das selbsttätige Zurückfahren des Signals in die, ja, Haltstellung. Anderenfalls fällt das, ja, unter eine andere Kategorie. Sehr cool auch gerade wieder zu hören. Das gefällt mir auch bei der 218er, speziell im Hinblick auf die Soundkulisse, dass eben, ja, Schienenstöße und so weiter mit eingebaut sind. Und dass man hier auch so, ja, passt jetzt vielleicht nicht zu der Strecke dazu, aber dass man da so teilweise mal so ein Geräusch hat von einer Schienenlasche, die miteinander verschraubt ist. Dieses, ja, ganz typische Klack, 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 Klack. Ich habe das als kleiner Junge immer am Bahnübergang und auch bei uns im Bahnhof gehört, wenn dort eben die ICE-Züge durchgebraust sind, und da kannte ich schon immer den Rhythmus, wie das dann wirklich ja, klimpert. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Das ist was sich bis, ja, eigentlich heute durchgezogen hat. Auch mal cool mit der 218 hier auf Hamburg-Lübeck die 140 beinahe ausfahren zu können. Weil bisher, wenn wir mit der 218er gefahren sind, hatten wir hier meistens einen Güterzug dran. Oder, ich glaube, oder wir haben irgendwas abgeschleppt mit der 218er. Aber wir hatten eigentlich fast nie die Möglichkeit, die Höchstgeschwindigkeit mal voll auszufahren. So, 110 als Ankündigung an der LF6-Tafel. Hier liegt auch bestimmt irgendwo ein GPA. Ah, genau, hier war er. Der Geschwindigkeitsprüfabschnitt schaltet dann aber wahrscheinlich, naja, bei 110 entweder auf 130 oder auf 125, würde ich meinen, schaltet der die Zwangse rein, wenn man da zu schnell drüber fahren sollte. Also mit 125 oder 130. Kommt drauf an, was für ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt an der Stelle verlegt wurde. Aber ich glaube, auch nach den paar Gleisbögen hier geht es mit der Geschwindigkeit direkt wieder nach oben. Genau, 140 darf gleich wieder gefahren werden. Das hängt hier nur mit den, ich sag mal, engen Kurven zusammen. Ja. Leistung können wir hier auch direkt hochdrehen, weil bis der Motor auf die Höchstdrehzahl wieder hochgelaufen ist, bis dahin ist der Zug dann auch aus der Geschwindigkeitsbeschränkung rausgefahren. Und hier drüben kommt schon der Kollege entgegen. Da fährt er ohne Strom. Ja, tatsächlich. Das ist dann wahrscheinlich der Akkuzug. Kleiner Witz am Rande. Aber nein, wir haben mittlerweile wirklich schon Akkuzüge auch in Deutschland unterwegs. Unter anderem von der DB Netz AG müsste es Akkulokomotiven geben. Dann Bombardier hat ja einen Talent 2, ist das, glaube ich. Genau, einen Talent 2 umgerüstet. Der fährt, ja, größtenteils natürlich mit Stromabnehmer, aber der soll auch auf stromlosen Abschnitten, die eben ohne Fahrdraht ausgerüstet sind, mit Batteriekraft fahren können. Wenn auch, ich glaube, mittlerweile nur für 20 bis 40 Kilometer. Er soll aber irgendwie um die 100 Kilometer noch erreichen können, die dann quasi aus reiner Batterieleistung gefahren werden. Also man möchte das Potenzial des Zuges noch steigern. Und der Zug wird aktuell bei in
so in Baden-Württemberg eingesetzt. War jetzt auch letztens in Sachsen-Anhalt unterwegs, auf Testfahrt Richtung Berlin hoch. Da ist er auf der Anhalter Bahn unterwegs gewesen. So, ganz kurz mal gespickt. Der Bahnhof von Lübeck ist in 26 Kilometern erreicht. Also noch, ja, sagen wir mal 20 Minuten Fahrzeit, wenn alles glatt läuft. So grob über den Daumen gepeilt, ne? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auf das Repaint der Lokomotive eingegangen. Ist, wie ich finde, sehr, sehr schön geworden. Also auch an der Stelle toll gemacht an den Repaint-Ersteller. Das Einzige, wo man vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten könnte, wären so die Texturen eben auf dem Dach. Ich glaube, da ist irgendwas durcheinander geraten. Das schaut nicht so aus, wie das bei der 218er eigentlich aussehen sollte. Da hat sich ein bisschen was vertan. Und auch an den Seiten. Die Textur ist jetzt nicht allzu scharf, aber dennoch so, dass man, wie ich finde, eigentlich ganz gut damit fahren kann. Auch vorne vielleicht so ein bisschen Kontrast reinbringen bei den Griffstangen hier vorne, die für den Rangierer gedacht sind. Oder für denjenigen, der sich eben auf der Lokomotive in dem Moment aufhält. Dass man da eben einfach so einen leichten Kontrast mit reinbringt, damit die eben auch von vorne zu sehen sind. Und nicht nur ja, von der Seite als eben die Laschen, sage ich mal, in die man reingreifen kann. Ja, ansonsten die Texturierung halt in dem Blau. Lackierfrisch. Wurde hier vorne auch an den Zahlen. Da sind so ein paar helle Stellen noch sichtbar. Und auch hier oben am Dach. Gut, man kann das jetzt als Rost abtun. Was auch sicherlich an den 218 vorherrschen wird. Weil gerade die Pressenfahrbahn, die müsste aktuell mit den 218ern relativ viel auf der Marschbahn unterwegs sein. Also Strecke Husum-Westerland, wo ja auch die Autozüge fahren. Der Sylt-Shuttle, unter anderem auch der Sylt-Shuttle Plus. Der hat ja seine wirklich interessante Bedeutung auf dieser Strecke. Einer der schnellsten Züge auf diese Verbindung ausgeschrieben oder fällt zumindest unter die schnellen Verbindungen mit seinem ja, Sonderstatus, aber ist ich glaube wesentlich langsamer als sämtliche Regionalbahnen oder Regionalexpresszüge, die auf dieser Strecke unterwegs sind. Nur um eben das Schnellverkehrsaufgebot, sage ich jetzt mal, zu besänftigen. Fahrstufe. Ja, 15 ist drin. Mehr geht nicht, mehr gibt's nicht. Ja, und vielleicht auch noch ganz interessant, die Strecke Hamburg-Lübeck ist ja auch für den Transam World 2 von Dovetail Games angekündigt worden und auch erschienen. Und ja, bei entsprechender Vergleichbarkeit könnt ihr ja mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare hineinschreiben. Was gefällt dir besser? Die Strecke aus dem TSW oder die Transimulator-Strecke, wenn auch hier ja, mit geupgradeter Vegetation? Gerne die Meinung unten mal unter das Video drunter posten und da mal eine kleine ja, Diskussion, Konversation eröffnen. Ich persönlich finde die Strecke hier im Train-Simulator schon richtig schön. Gerade auch was die Abwechslung angeht, dass man eben hier unterschiedliche Assets mit reingebracht hat. Nicht immer nur, ja, ich sag mal, Copy-and-Paste-Bäume, wie man das ja, zugegebenermaßen in Train-Sim World 2 eigentlich relativ oft hatte bisher. Das fand ich ein bisschen schade, gerade weil dann dadurch eben auch die Strecken ja, ziemlich eintönig wirkten. Aber bei vergangenen Produktionen hat das DTG eigentlich ja,
an vielen Stellen schon wieder behoben, sage ich mal. Das fand ich besonders schlimm auf der Strecke Rapid Transit, die es ja für TSW 2 oder allgemein für den TSW als allererste Strecke überhaupt gab. Da fand ich das wirklich sehr, sehr, sehr problematisch. Und auch wer die Strecke Rapid Transit jetzt nochmal in TSW 2 hineinlädt, der könnte an einigen Stellen doch die Defizite dieser allerersten Strecke feststellen. Aber das ist jedem Spieler selbst überlassen, wie er das eben zu beurteilen mag. Ich fahre die Strecke Rapid Transit hin und wieder doch mal ganz gerne, einfach eben weil es eine gewisse Abwechslung darstellt und eben weil es auch eine der Strecken in Ostdeutschland ist. Genauso wie ja auch mit der TSW Rush Hour Version eben die Strecke von Dresden nach Riesa in den TSW geschafft hat. Was ja auch als selbe Strecke, als ich sag mal, geupgradete Kopie jetzt eben auch für den TSW dann zur Verfügung steht. Uhr haben wir es und die Ankunft ist für 17 Uhr, ist es 59? Ja, müsste 17.59 Uhr sein, geplant sein. Also wir könnten es planmäßig schaffen. Die Betonung liegt auf könnten. Ganz kurz mal an den Bahnsteig eigentlich wollte ich. Na gut, dann eben nicht. Dann manuell. Diese Konstellation, die blaue 218 da vorne dran, dahinter eine 112er und dahinter dann nochmal Dostova. Habe ich in der Realität noch nie gesehen. Auch leider die 218er in der Pressnetzteilbahn Lackierung, die fehlt mir auf jeden Fall noch in meiner Video- oder Fotosammlung aus der Realität. Das ist was, was ich echt gerne mal noch vor die Linse bekommen möchte. Allgemein, mich reizen die Fahrzeuge von der Pressnitz-Talbahn sowieso immer, wegen diesem schönen, knalligen Blau. Insofern sie eben noch ein knalliges Blau tragen und noch nicht allzu stark durch die Benutzung verdreckt sind. Oder verdreckt ist. Aber so das Projekt Marschbahn, Husum-Westerland, das steht auch definitiv nochmal auf meiner Liste. Auch wenn ich da erst im vergangenen Jahr im Urlaub war und da auch zahlreiche Bilder von der Strecke geschossen habe, besser gesagt von dem Rollmaterial, was dort unterwegs war. Ich glaube, ich habe das Video dazu eigentlich immer noch nicht veröffentlicht. Ich wollte mal so eine Urlaubskollektion wieder machen, wie ich das schon mal hatte von München, Garmisch-Partenkirchen, allgemein Süddeutschland, von der Spessart-Rampe auch. Das wollte ich eigentlich mal wieder ausbringen. Aber dazu habe ich noch gar keine Zeit gefunden. Und ehrlich gesagt, hatte ich es auch vergessen. Muss ich mir mal notieren. Und größtenteils habe ich eben auf der Marschbahn Intercity-Züge gesehen. Beziehungsweise, was heißt Intercity-Züge? Die, die unter dem Nah-SH-Design fahren. Als Expresszüge, ich komme gar nicht auf den Namen. Meine Güte, Regionalexpresszüge, jetzt habe ich es. Die Regionalexpresszüge, die ja eben bespannt sind mit den zu 45ern im Nah-SH-Design und hinten dran die Married Pair-Wagen müssten das sein. Die hingen da hinten dran. Auch teilweise in Doppeltraktion, also zwei Züge hintereinander. Das war ganz cool. Und ansonsten, hin und wieder mal ein bisschen Güterverkehr. Autozug habe ich leider nicht gesehen, das fand ich schade. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich eben nicht auf der Insel war, beziehungsweise im Shuttlebahnhof. Und ansonsten, die eine oder andere Lok.
eine Foslo G6 habe ich auch gesehen, das war cool. Und Bahndienstfahrzeuge. Es waren in dieser Woche, wo ich in Norddeutschland war, so viele Bahndienstfahrzeuge auf dieser Strecke unterwegs, das war echt unglaublich. Also so oft, wie ich da DB Netz gesehen habe, das sieht man, denke ich mal, selten auf der Marschbahn. Und sehr cool auch, das hatte ich schon mal empfohlen in einem der anderen Videos, ebenfalls aus Norddeutschland, und zwar ist das die Strecke, die von Hamburg in den Bahnhof Elmshorn führt und in nördliche Richtung fahrend zweigt sich die Strecke ja da, ich glaube, in drei verschiedene oder zwei verschiedene Richtungen auf. Meine Empfehlung, es gibt einen Bahnübergang, der ist ziemlich abgeschieden. Wenn da Interesse dran besteht, dann würde ich da auch die Koordinaten nochmal raussuchen und gegebenenfalls posten. Aber dort gibt es eine Stelle, an der man runterbremsen muss erstmal. Nee, aber da gibt es eine Stelle, wo man ziemlich schön auf die Strecke einblicken kann. Und außerdem ist dort ziemlich reger Zugverkehr, weil dort eben zwei Strecken dann auseinanderzweigen. So, erstmal die 90 anhalten und dann hier vorne ja, auf 60 runter. Wieso denn das? Ach, die 85. Ja. Meine Schuld. Da habe ich gepennt. Was sind das für eine Zwangsbremse? Bremst die überhaupt? Was macht denn die Hauptluftleitung? Okay, wir bremsen mal nach. Was ist denn das für eine Zwangsbremsung? Der Zug rollt noch ewig weiter. Na meine Güte, wann kommt denn der mal zum Stehen? Also das ist ja... Wenn es so weitergeht, stehen wir vor einem Hauptsignal. Also wenn wir mal gucken, wo die Zwangsbremsung ausgelöst hat, das war ja unmittelbar vor der 90er-Tafel, ne? Uiuiui, das ist ein sehr langer Bremsweg. So, jetzt aber PZB frei, wären es doch noch ein bisschen mehr als 20 Minuten. So, Bremse lösen, dann Wechselblinken ist aktiv. Damit haben wir die Möglichkeit 40 zu fahren. Schneller sollten wir auch nicht werden erstmal. Und dann, ja, können wir 60 fahren. Hier vorne haben wir sowieso eine Beeinflussung zu erwarten. Deswegen das Anfahren nochmal nur üben und beim nächsten Mal die Bremskurve im Auge behalten. Na wobei, warte mal, wir hatten doch... Ah doch, ja, wir hatten eine Ankündigung auf 90, demnach ist auch der 1000er angegangen wahrscheinlich. Ja klar, und demnach die Überprüfung oder Überwachung auf 85. Da hätten wir drunter bremsen müssen, Mensch. Aber wenn man manchmal so im Quasseln ist, da passiert das. Dafür bitte jetzt umso sorgsamer fahren. So, die 40 beibehalten. Den Transporter gegrüßt. Nochmal wachsam. Und damit trudeln wir mit 60 nach Lübeck rein. Keine Beeinflussung zu erwarten. Jetzt bitte auf 60 hoch. Was sagt die Uhrzeit? 17.56 Uhr. Ah, wird knapp. Wird knapp. Können halt auch nicht schneller fahren als 60, ne? Das kommt auch nochmal mit dazu. So, die 60 haben wir auf dem Tacho. Wie weit ist es denn noch? 3 Kilometer müsste es ungefähr sein, ne? Ja.
Das wird wohl knapp. Das wird wohl knapp. Also ich rechne mit einer Verspätung von 2 bis 3 Minuten. Was ist denn das für ein Fahrweg heute? Okay, ich bin gespannt. Höchst angespannt. 60, okay. In Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Lübeck Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschluss an den RE4 nach Pasewalk von Gleis 1 um 18.02 Uhr. Zur RB 86 nach Lübeck Travemünde Strand von Gleis 8 um 18.03 Uhr. Sowie zum RE 83 nach Lüneburg von Gleis 6 um 18.09 Uhr. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Lübeck Hauptbahnhof aussteigen werden und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Nach einem kurzen Aufenthalt fährt dieser Zug weiter nach Kiel Hauptbahnhof. In Lübeck Hauptbahnhof befindet sich der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, ich glaube, nach Travemünde Strand möchte gerade keiner fahren. Zumindest nicht, um am Strand irgendwie die Wellen oder das Meer zu genießen. Das ist bei dem Wetter dann doch wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Obwohl, wenn man schwimmen möchte, wird man sowieso nass. Also von daher gibt es da sicherlich auch den einen oder anderen, der trotzdem baden gehen möchte. Aber unsere Fahrt endet hier in Lübeck Hauptbahnhof. Dort löst uns dann der Kollege oder die Kollegin ab und übernimmt die Weiterfahrt. So, wir fahren auf Halt zu. Einfahrt hier mit 60 noch. Und dann eben im Bahnhof Halt erwarten. Ja, an der Stelle auch nochmal lieben Dank an Malte Jensen für die Bereitstellung des Szenarios und für die wunderschönen Zugdurchsagen. Danke für den weiteren tollen Dienst mit dir. Und wir legen so langsam gleich wieder die Bremsen an. Hatten damit heute einige besondere Situationen, von der Türstörung bis hin zur PZB-Falle, PZB-Loch. Eben wenn höhere Geschwindigkeiten angeschrieben werden, aber die Prüfgeschwindigkeiten darunter liegen. Das ist immer manchmal so eine kleine Herausforderung. Und wir denken bitte daran, dass unser Zug nicht gerade die besten Bremseigenschaften aufgewiesen hat. Gerade auch schon bei der Zwangsbremsung. Und deswegen fahren wir etwas vorsichtiger an das haltzeigende Signal ran. Nicht, dass wir heute auch noch eine Signalverfehlung haben. Das brauchen wir nicht auch noch zusätzlich. Ernsthaft? Wo kommt denn das jetzt her? Wir waren doch jetzt irgendwie bei 30, wenn überhaupt. Wieso löst denn der jetzt hier noch eine Zwangse aus? Na komm, Zug steht am Bahnsteig, Türen auf, Dienst ist beendet, kann der Kollege dann aufräumen, das Chaos. Ja, und wenn dir diese chaotische Fahrt, die es dann gerade jetzt auch auf den letzten Metern nochmal geworden ist, gefallen hat, dann Däumchen nach oben, Kommentar und das Video drunter. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und dir weitere Chaosfahrten nicht entgehen lässt. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Es hat trotz dieser Zwangsbremsungen und Notbremsungen Spaß gemacht. Waren auf jeden Fall heute etwas härtere Bedingungen mit dem Regen und den rutschigen Schienen. Aber dennoch, ab hier übernimmt dann der Kollege. Ich verabschiede mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und wünsche dir allseits gute Fahrt.